Urdhva Padasana ist die Stellung mit einem Bein oben. Urdhva heißt oben, Eka 1, Pada heißt Fuß. Es gibt verschiedene Stellungen, die als Urdhva Padasana bezeichnet werden können. Insbesondere gibt es die Stellung aus der Rückenlage heraus. Du legst dich auf den Rücken, Beine zunächst auseinander, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben. Dann schließt du die Beine und hebst ein Bein nach oben hoch. Hebe so hoch, wie du kannst. Das ist gleichzeitig eine gute Übung für die tiefen Bauchmuskeln, Psoasmuskeln. Etwas wird der vordere Oberschenkel gestärkt, aber nur wenig. Und etwas wird die Rückseite des Beines gedehnt. Du kannst das auch wechseln. Du kannst erst den rechten Bein oben haben. Und dann kannst du das linke Bein nach oben geben. Du kannst das dynamisch wechseln, so wie hier. Du kannst es auch wie eine Scherenbewegung machen. Oder du kannst daraus auch eine Radfahrübung machen, die gerade im Winter sich empfiehlt, wenn du das normale Radfahren vielleicht nicht so machst. Diese Radfahrbewegung ist eine gute Übung, auch für die Knie und für die Fußgelenke. Oder du hältst das Bein einfach eine Weile oben, atmest tief ein und aus. Auch diese Übung hat eine Wirkung auf Kreislauf, Muskeln und Bänder.